Alle meine Abonnenten. Ja, heute sind die Leute gekommen mit Gardinen, haben das angebracht. Das habe ich ja noch nicht mal für meine Zwei-Zimmer-Wohnung selbst angebracht. Noch nicht mal so viel bezahlt wie hier. Na, in Deutschland ist das ein bisschen teurer alles. Ihr wollt bestimmt sehen, wie das passt so schön gut hin. Das Einzimmer. Das ist zwei Zimmer. Das ist ja noch mal ein Zimmer. Da haben wir erstmal Sportgeräte. Der Schuppen wird noch gebaut für den Sport. Noch ein Zimmer. Mein Badezimmer. Auch ein schön großes Waschbecken. Und das ist so ein Jalousienrollo. Ist waschbar. Kann man runterziehen. Schlafzimmer auch. Badezimmer mit einem großen Spiegel. Und da unten sind die zwei Abläufe, wie man es so sieht, in Fliesen eingebaut. Ja, jetzt fehlen ja nur noch die Fliesengitter. Dann kann man Fenster schön auflassen, hat man schönen Durchzug. Dann hat man einen schönen Durchzug und alles. Ja, insgesamt habe ich für die ganzen Gardinen mit Gardinenstangen das Anbringen 35.000 Thai-Baht bezahlt. Da kann man nichts sagen, das ist zurechtgeschnitten alles. Bei Home Pro Home wollten sie schon 40.000 haben und das zurechtschneiden wollten sie noch mal was haben dazu. Und das haben wir, hat meine Frau rausgesucht. Die hat gesagt, wir machen das billiger und schneiden alles zurecht, wie sie es haben wollen. Ja, die hat auch den Maße genommen, alles so, auch die Farbe, was wir haben wollen. Die hat auch mehr Stoffe gehabt und so, alle so in einer Preisklasse. Kann man nichts klagen dagegen. Ja, hat meine Frau ausgesucht, die Tonfarben und so. Ich habe nur gesagt, es muss alles ein bisschen zusammenpassen. Ich mag nichts haben, was mit Blumen ist oder so ein Muster drin, was man vor rauskommt. So, das will ich nicht und so. Ja, zuerst wollte ich ein Jalousienrollo haben, aber das, was ich haben wollen, das ist ein bisschen dicker im Plastik und so, kann man nicht zurechtschneiden. Das ist das Problem. Und die ganz dünnen Jalousien, was man in Europa kaufen kann, auch so. Die will ich nicht haben, die habe ich früher gehabt, die knicken immer alle ab und so, besonders wenn Kinder sind und so, habe ich gesagt, lass mal nach und so. Ja, mein Esstisch, der große, ja, und der neue Fernseher, ja, hat ganz schön viel Geld gekostet, das weiß ich, Leute, aber man soll das noch einmal genießen und so. Ja, und das Frau Gebetsraum. Mit passenden goldenen Gardinen dazu. Ja. Ja, sie geht ja nicht so oft zur Kirche, aber oder zum Tempel und das ist schon mal gut, dafür hat sie auch nicht die Zeit. So hat sie einen Raum auch und so. Ja, jetzt bin ich ein bisschen an Gartenarbeit, nur die Erde ist ja so hart und wenn das geregnet hat, ist das wieder zu weich, dass das alles klebt und so. Das ist keine Erde wie in Deutschland. Ich war schon an Überlegen, das kann man gut nehmen als Ziegelbalz ungefähr. Im Sommer ist das gut, nur wenn es regnet, ist das nicht mehr gut, habe ich gedacht. Ne, habe mir auch jetzt noch Pflanzen gekauft, muss ich heute noch mal losgehen, weil ich einen ganzen Hang eine Hecke machen will und so. Ja, und dann muss ich noch mindestens 40 Stück kaufen. Pro Stück hat 50 Baht gekostet. Oh, das war billig, habe ich gesagt. Man muss nur rumgucken. Das war nur Zufall, weil ich unterwegs war gestern. Das ist nachher die Hecke, die geht einmal rum. Die müssen 80 cm auseinander sein, aber ich mache das auf 60, damit sie schneller und so. Ja, ich hoffe, die Helfer kommen nächste Woche, wie sie es versprochen haben. 500 Baht zahle ich. Am Diag vorgeschlagen, bezahle ich gerne. Ist mir wert, der eine spricht wenigstens Englisch und hat auch Erfahrung. Ja, dann soll er das auch machen. Praktisch die Ständer reinzustellen, die liegen ja auch schon da, aber die sind mir zu schwer,
für mich alleine mit meinem kaputten Rücken will ich das nicht machen. Hab schon jetzt Probleme gehabt und so. Nur ich bin bei den Umzugsfirmen ein bisschen enttäuscht, dass sie einen Schrank demoliert haben. Okay, der ist nicht wichtig, den habe ich jetzt nach draußen gestellt. Kann jetzt bei der Waschmaschine stehen. Aber das hätte ich denn so gerne gebraucht für in Küche, was wir dir ausmachen. Ja, und dann das Bett so ein paar Schrammen dran und so. Ja, das kann ich ausbessern noch und so. Und ein Kleiderschrank, die Tür an, die haben da richtig Kerben drin. Und meinen neuen Kleiderschrank auch leichte Schramm und so. Hab das bestellt, so solche Stifte, dass man so ausbessern kann mit dem Kit und so. Ja, in Deutschland habe ich das gehabt, aber habe ich nicht mitgenommen. Da war ich wieder dumm, hab das weggeworfen. Ja, was macht nix. Ist zwar ein bisschen ärgerlich, aber der Spruch nachher, ja, da hätten sie was sagen sollen, dann hätten sie eine Versicherung gekriegt. Dann habe ich zu meiner Frau gesagt, wieso, wir sind Kunde, die müssen doch fragen, nicht umgedreht. Stell mal vor, der Fernseher wird kaputt gewesen. Das wären 30.000 Watt weg gewesen, habe ich gesagt, ja. Und der Kühlschrank, der ist auch neu, der ist ja nicht mal 2 Monate alt. Der hat auch schon 40.000 Watt gekostet. Wenn der eine Delle hätte oder die Frontglas ist kaputt, was willst du denn machen? Das kannst du nicht mehr gebrauchen, denn so ungefähr. Ja, aber das haben wir ja praktisch noch eingepackt. Richtig, wir haben das ja auch alles geerbt noch. Das ist mal traurig, aber meine Frau weiß das nächstes Mal. Sie hat sich beschwert und einen Anwalt nehmen wegen die Kosten. Das wird ja teurer als wie sonst was. Da habe ich gesagt, dann lassen wir es so. Dann machen wir es ein bisschen selbst noch reparieren und fertig ist die Sache. Ja. Heute ist das schön windig, gestern die 2 Tage nicht, da stand das richtig. Ja. Mücken haben mich auch gepiesackt, richtig. Weil ich ja gestern Abend Fenster aufgemacht habe für den Durchzug. Ja. Das macht nichts, das sind 2-3 Tage, da sind sie auch wieder weg mit den Jungen und so. Aber jetzt habe ich die Gardinen, jetzt kommen sie auch nicht mehr rein, bis die Fliegengitter angebracht werden. Jetzt kann der auch kommen, da wird meine Frau heute Abend mal anrufen und so. Ja, man weckt im Bett richtig alt und müde von allen. Früher habe ich das alles geschafft, eine Woche, heute brauche ich mindestens 2-3 Wochen. Ja, und ich bin immer alleine, Kinder sind in der Schule den ganzen Tag. Ja, und meine Frau arbeitet auch und dann kommt sie ja nur Freitagabend, wenn sie hier, da hat keiner was zu machen. Ja, das heißt, dann bin ich das denn. Ja, aber ich schaffe das auch mit der Ruhe. Ich bin müde von das alles. Das ist hoffentlich mein letzter Umzug. Sonst will ich sterben, habe ich zu meiner Frau gesagt. Ja, haben wir schon so oft Zoff gehabt, so, weil sie immer ihren Kopf durchsetzt. Ja, und dann ich sage immer mal, wie heißt das so schön? Ja, und Arme, ich habe meine Ruhe. Ja, und dann gehe ich manchmal weg, dann ist sie sauer, dann lasse ich das auch. Wie letztes Mal haben wir Betten gekauft und so. Dann habe ich gesagt, ich bin auch kein Gartenscheiß, Betten nicht, Bezüge und so. Einkaufen, ein frei und das waren sehr gute. Ja, dann hat sie mich überschlagen und so. Dann habe ich gesagt, okay, dann sollen die Kinder alle neu kriegen und so. Und fertig ist die Sache. Ja, und hat sie auch ein neues gekauft für sich, weil das ja, ich habe ja 6 Fuß, sie braucht ja 5 Fuß mindestens. Ja, dann hat sie das gekauft, auch für die Kinder neu. Ja, dann kann man ja auch mehr wechseln und so. Ja, neue Waschmaschine haben wir von dem Bruder gekauft. Wenn er Geld braucht, verkauft er auch alles. Die war noch original verpackt, kostet 8,5, ich habe 6,5 bezahlt. Gesagt, ich zahle auch nicht mehr, wenn er es loswerden will, ich kaufe das, habe ich gesagt. Ja, und das ist eine LG, 15 Kilo oder 14 Kilo, das passt gut rein, da kann man die großen Bettdecken waschen, gut. Ja, und die wäre gar nicht schlecht so. Ja, da haben wir ja 2 Waschmaschinen, kann ich mir ein Geschäft aufmachen. Ja. Ja, jetzt sitze ich draußen, jetzt will ich ein bisschen entspannen, es ist mir zu heiß, habe ein bisschen Garten durchgehakt, den ganzen Scheiß rausgenommen, was die Baufirma da liegen lässt und alles. Ja. Wenigstens die Leute, die heute Gardinen angebracht haben, die haben noch mein Vorhilfe gefegt und so, dass das nichts ist und so.
Und da haben sie ihren Mist mitgenommen und nicht liegen gelassen. Das ist die einzige, und der Fensterbauer, das waren das die einzigen, die ihren Mist mitnehmen und sauber machen. Die anderen, nee. Auch der die Klimaanlage eingebaut hat, auch nicht und so. Die habt ihr noch nicht gesehen, die Klimaanlage. Die sind von Hitachi. Ist sehr kühl. Kann man sehen, einen haben wir da angebracht, einen haben wir da in der Küche eingebracht. Eine ins Schlafzimmer da. Die haben wir so angebracht und so berechnet, so wie der Wind ist. So. Ja, später kommen noch drei dazu. Das heißt, dann kommen die in zwei Kinderzimmer und dann wollen die Mutter mal kommen oder besuchen und so kann sie da schlafen. Da kommt auch noch einer rein und so. Ja, ich bin dann überlegen, der mittlere Kinderzimmer, das ist der einzige Raum, der richtig noch kühl ist. Das habe ich, da kriegt keine Sonne rein. Ja, damit habe ich auch nicht gerechnet, dass die Sonne so stark ist, dass durch die Scheiben gehen und dass die Wohnung so aufheizt. Ja, da hat meine Frau auch gesagt, das ist ja auch später vorbei. Ja, wenn der Carport da steht, ja, hat sie gesagt. Ja, da kannst du mit 2 Wochen noch warten, bis das fertig ist. Und da wird auch der Sportraum gemacht, da wird auch eine Klimaanlage reingesetzt. Ja. Das wird auch so gebaut, dass das auch ein Winddurchzug ist. 2 Fenster vorne und auf der Rückseite. Da hat man ja schon auch einen Durchzug und so. Ja. Wenn der Durchzug, denn da ist ein bisschen Wind, dann ist das hier drin angenehm, ohne Klimaanlage. Das war schlimm, die 2 Tage. Richtig schwül, keine Klimaanlage. Ja, da kann man ja sehen, wie windig das ist, wenn man beide Fenster auf hat hier. Da drüben mit die Tür auf, immer durchzuchten. Überall die Fenster auf, das bringt schon viel. Ja. Braucht die Klimaanlage nicht anmachen. Ja. Heute kamen auch die Elektroleute, die haben die Abnahme gemacht und so. Sagen nichts und so, die kommen vorbei, wann sie wollen und so. Ja, haben sie den Zählerstand abgeschrieben. Das hat meine Frau letzte Woche gemeldet, dass wir den Baustrom nicht bezahlen. So wie in Deutschland ist das denn? Ja. Jetzt ist das soweit fertig. Ja, hinten waren es, wo vorne an der Frontseite, praktisch an der Seite, wo der Carport hinkam, kommt, sind so ein paar Risse, haben sie ganz kleine Haarrisse und so. Ah, ich habe das ein bisschen geprüft, dann haben sie überall nochmal abgeklopft. Da war ein bisschen Putz war hohl und das sind ja keine Steinrisse. Das ist ja abgeschlagen und dann konnte man sehen, wenn das Risse von der Mauer weg ist oder nicht. Das kommt selten vor, dass Yton reißt. Sie hat das gedacht, so muss ich gesagt, nee, da ist doch keine Last drauf. Das ganze Dach ist auf die Pfähle lasten, nicht auf das Mauerwerk und so. Und Yton, ich habe da jahrelang mitgearbeitet, ich habe noch nie Risse gesehen, mehr in der Ziegelsteine als wie sonst was. Ja, das sind ja nur Putzrisse gewesen, wenn das Putz hinten hohl ist und hat keine Spannung, fängt das an reißen. Das sind so kleine Haarrisse sind das gewesen. Hast du ja selbst gesehen und beanstandet und haben sie ja gemacht jetzt. Jetzt muss das nur austrocknen. Jetzt ist das 3-4 Tage. Nächste Woche soll der Maler kommen, der spachtelt das. Dann muss das wieder nochmal 3-mal vorgestrichen werden, das Stück. Ja, dann ist das Haus fertig und so. Ich habe bei oben ein Dach durchgucken. Durch die Luke komme ich kaum. Ich bin ja kein Teig. Ich habe mir gefragt, ja, die Teigs kommen da durch, ein Schlank. Aber ich komme dann. Ich würde auch durchkommen mit Tränen ein bisschen und so. Ich habe es jetzt gelernt, weil ich ein PA-Träger war bei der Stadt und so. PA-Träger ist das mit Sauerstoffflasche. Und da sind wir auch so bei der Feuerwehr im Training gewesen. Da waren wir auch in solche kleinen Luken da drin und so kleine Rohre mit der Gasflasche. Da habe ich gesagt, muss man ein bisschen drehen und kommt man auch da durch. Aber wenn man alt ist, ist man das nicht mehr und so. Ja. Jetzt kann meine Frau sich richtig freuen und ich kann es wieder Montag wieder alles schön sauber machen nach und nach, denn auch wieder draußen. Ja, jetzt am Wochenende wird meine Frau um die Kinder hier drin alles ein bisschen machen,
ausräumen, da sind noch ein paar Kartons. Ja, das ist immer das Schlimmste, einpacken und ausräumen. Das habe ich bei meiner Mutter dieses Jahr gemacht. Ja, im März eine ganze Wohnung ganz alleine ausgeräumt. Ja, mein Neffe war da, Freunde waren da, ein paar, die haben den Müll weggefahren. Und das war schon die größte Hilfe. Aber da ist die ganze Scheiße wegzuschmeißen und so. Mitnehmen wollte ich nichts, das wird teurer als wie sonst was. Ich habe ein paar wertvolle Sachen mitgenommen, so wie Zinksacken und so. Die paar Puppen und so. Die Töpfe, das sind gute Töpfe gewesen, fast neu, kaum benutzt man so. Dann sagt, wegschmeißen ist zu schade, nehme ich mit, die kriegt man nicht hier gekauft in Thailand oder für teures Geld. Und die vergoldene Bestecke, die habe ich auch mitgenommen. Oder diesen Gold mit Goldeinlagen. Also, das war mal von meiner Mutter so zum silbernen Hochzeit, hat sie es gekriegt. Die habe ich mir auch mitgenommen. Ja, das kriegen sie nur, wenn wir Besuch haben, ja. Ja, wie man sieht, haben die Kinder auch ein neues Bett gekriegt. Ja, bisschen groß, sage ich zu meiner Frau, aber die waren billig und so. Dafür habe ich höchstens nur 2 oder 3 Betten gekriegt. Und da geht nachher ein rein, was meine Frau in einem neuen Haus hat, in ein Gästehaus rein. Die sind 1,40 mal 2 Meter. Ja, da kann man nicht sagen, ein Bett mit Matratze 8.000. Ja, na, danach sieht das aus. Das sieht so aus wie Ikea-Matratzen und Betten und so. Ein bisschen hart, aber die Thais schlafen auf harte. Ich kann da nicht lange drauf schlafen. Ja, sonst hat das jetzt das gutes Gestalt angenommen. Jetzt fehlt er nur die Fliegengitter. Ja, darauf warte ich auch. Ja, er will das nur so ranbringen, wenn die Handwerker alle raus sind und das dann nicht kaputt geht. Und jetzt sind sie auch alle raus. Ja. Und jetzt muss ich auch die Gartenarbeit machen. Ja, ich bin froh, wenn ich nur 2 Helfer habe, die mir die Pfähle reinsetzen und ein bisschen Estrich machen. Oder den Beton für den Carport. Da werde ich das auch bestellen und so. Das Anmachen ist mir zu viel. Auf so wie Fundament, da sind hier 30 Meter, 50 mal 60 tief. Das sind schon 22 Kubikmeter Beton. Und das muss ich jetzt 2-mal haben. Und da kommt noch die Auffahrt, das sind 25. Und dann noch den Car hier. Den Fundament machen. Ja, das sind auch nochmal 25 Kubikmeter Beton. Also mal reicht die 80.000 Meter weg. 100.000 so mit Auffahrt kann man reden. Und so kann man nichts sagen und so. Eine Firma wollte 400.000 für alles haben. Wie gesagt, das ist mir zu teuer. Kann ich das selbst machen und so. Und noch billiger. Ja, die zwei Helfer. Und das ist ein praktisch Beton anzukommen lassen und das auszukippen. Das kann man alles in 2 Tagen machen. Das werde ich so weit vorbereiten. Einmal rummauern. Und dann brauchst du keine Schalung, weil die Steine dann drin bleiben. Ja, meine Leute, das werde ich dann nächstes Mal auf ein Video bringen. Und ich hoffe, ich bekomme mehr Abonnenten. Und Dankeschön fürs Zusehen. Ja, und in 2 Wochen bekomme ich meine Ledercouch. Darauf freue ich mich ja schon richtig so. Ja, die hat auch viel Geld gekostet mit einem schönen Tisch dabei, einem schönen Teppich so. Man merkt, dass das in die Fliesen sind, ein bisschen kühl, nicht so warm wie bei meiner Frau. Ja, aber jetzt haben wir den ganzen Dreck drin. Ich bin jeden Tag hier in Wischen. Ich hoffe, dass bald vorbei ist, wenn der Rasen da kommt und der Weg ist da. Ja, meine Leute, dann wünsche ich noch eine schöne Adventszeit. Und vor Weihnachten werden wir uns noch ein paar Mal sehen. Aber ich hoffe, dass ihr treu bleibt. Und ich bekomme Abonnenten und den Daumen hoch nicht vergessen. Und Dankeschön für meine Gesabbelei zuzuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.